Steuern und Recht wird Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling. Geschwindigkeitsüberschreitungen, Trunkenheit, Bußgelder. Bei diesen Stichworten denken die meisten an den Straßenverkehr, an Polizeikontrollen. Doch nicht nur auf dem Asphalt gibt es Verkehrsverstöße, auch auf dem Wasser. Gestritten wird dann im Nachhinein vor Gericht, doch die ersten am Tatort sind die Beamten der Wasserschutzpolizei. Wir haben sie begleitet. Der Hamburger Hafen und die Elbe, eine der meistbefahrensten Wasserstraßen Europas. Tummelplatz für Urlauber, Containerschiffe, Fischer, Sportboote und die Wasserschutzpolizei. Sie kontrolliert alle und jeden und ist immer dann zur Stelle, wenn es kracht. Im hohen Norden hält man verdiente Politiker in Ehren. Wenn kein Platz oder eine Straße mehr frei ist, werden Boote und Schiffe nach ihnen benannt. Dieses Schiff der Wasserschutzpolizei trägt den Namen Bürgermeister Weichmann. Die Bürgermeister Weichmann kommt in Kürze aus dem Parkhafen und geht die Elbe abwärts. Die dicken Containerschiffe immer im Blick, nimmt die vierköpfige Crew am frühen Morgen ihren Dienst auf. Die Fahrt aus dem Hafen wird fast eine Stunde dauern. Langsam fahren ist auch für die Polizei Pflicht. Es herrscht kein Gedränge, aber sobald ein großer Frachter auf kleine Sportboote und Segeljachten trifft, steigt das Risiko einer Kollision. Das Spannungsverhältnis zwischen Sportbooten und Berufsschiffen liegt darin, dass die Berufsschiffe, die großen Containerschiffe, immer größer werden. Teilweise über 350 Meter und dadurch ein sehr eingeschränktes Sichtfeld haben. Wenn in einem Raum von 100 Metern vor dem großen Containerschiff ein Segelboot kreuzt, das hat er absolut nicht mehr optisch in seinem Blickfeld. Kollisionen kommen auf dem Wasser seltener vor als an Land. Gestritten wird dann aber an Land, vor den Gerichten und mit Unterstützung von Rechtsanwälten. Heiko Wichodiel ist einer der wenigen Spezialisten für See- und Schifffahrtsrecht. In seiner Hamburger Kanzlei stapeln sich die Akten mit Fotos und Belegen schwerer Schäden. Und gestritten wird fast immer mit der Versicherung. Schiffseigner streiten sich häufig mit ihren Versicherungen um den Grad des Verschuldens einer Schadensherbeiführung. Das heißt, die Versicherer schließen die Haftung für grobe Fahrlässigkeit aus. Das heißt, wenn der Schiffsführer grob fahrlässig sein Schiff auf Felsen setzt, auf Grund setzt und dadurch erhebliche Schäden an seinem Schiff verursacht, tritt der Versicherer dafür regelmäßig nicht ein. Die Bürgermeister Weichmann ist kein großes Schiff, aber zu gewaltig für kleine Sportboote und Segeljachten. Für ihre Einsätze und Kontrollen benutzt die Besatzung ein Beiboot. Der Start ähnelt einer Rutschpartie. Dafür ist das Motorboot dann um einiges schneller als das Mutterschiff. Der durchschnittliche deutsche Sportbootbesitzer unterscheidet sich vom Autofahrer. Bootseigner sind deutlich älter und neigen kaum zu Draufgängerei. Bereits die Aussicht, einen Freizeitkapitän ohne Führerschein zu erwischen, ist äußerst gering. Deshalb würde ich mich mal Ihre Papiere interessieren. Ob Sie alles mit an Bord haben, Führerscheine, Fahrzeugschein. Vorbildlich gegen Wasser sind alle Dokumente in Klarsichtfolien abgeheftet. Aber ein kleiner Mangel offenbart sich den Beamten. Es sind keine Originale, sondern nur Farbkopien. Ja, also in der Regel ist es ähnlich wie im Straßenverkehr zu sehen, sind die Originalpapiere mitzuführen. Und das werden die Originalkopien sein. Und letztendlich ist Papier immer sehr geduldig. Im Original ist natürlich immer ausschlaggebend, sag ich mal. Das Bußgeld ist klein und hat keine weiteren Folgen. Doch allzu oft entwickelt sich aus einer harmlosen Polizeikontrolle ein handfester Rechtsstreit vor Gericht. Es kommt häufig vor, dass Schiffsführer alte Seekarten verwenden, auf denen dann die aktuellen Betonungen, die ja zu beachten sind, gar nicht mehr richtig registriert sind. Das würde dann, wenn ein Kaskoversicherer davon Kenntnis bekommt, auch wieder zum möglichen Einwand der groben Fahrlässigkeit führen, sodass wir durchaus eine Kette haben von der Kontrolle der Polizei bis hin zu den möglichen zivilrechtlichen Folgen. Immer alles im Blick haben, das ist die Aufgabe der Polizeibeamten zu Wasser. Doch dabei sind sie nicht mehr nur auf das Fernglas angewiesen. Per Computer und Satellit ist auf dem Wasser die Vision von der permanenten Verkehrsüberwachung Wirklichkeit geworden. Bei diesem Schiff, was wir eben jetzt passiert haben, handelt es sich um ein Passagierschiff, das auch so ausgezeichnet ist, das kein gefährliche Güter transportiert. Das ist extra immer noch aufgeführt, von einer Länge von 26 Metern und 6 Meter breit und ist unterwegs zwischen Lühe und Wedel.
Diese Daten werden gespeichert. Wer an einer Kollision die Schuld trägt, ist damit für die Polizei schnell zu klären. Meist streiten sich vor Gericht also nicht die Unfallgegner, sondern die Schiffseigner mit ihren Kaskoversicherern. Der Vorwurf der Versicherung lautet meist auf grobe Fahrlässigkeit. Je höher der Schaden, desto unvermeidbarer ist der beschwerliche Gang zum Gericht. Im Bagatellbereich, ich würde sagen Schäden bis 5.000 Euro, haben wir natürlich eine dann auch größere Toleranz der Versicherer, weil auch der Versicherer sich mit diesen kleinen Schäden nicht im Rechtsstreit wiederfinden will. Wir haben aber gerade bei den Grundberührungsschäden regelmäßig Schäden, die bei 30, 50, 60.000 Euro anfangen. Das kann bis zum Totalverlust der Yacht führen, sodass es im Schaden um den gesamten Schiffswert geht. Fazit: Auf dem Wasser kommt es seltener zu Unfällen als an Land. Doch im Falle eines Falles ist der Streit mit dem Kaskoversicherer vorprogrammiert. Wohl dem Freizeitkapitän, der eine Rechtsschutzversicherung hat. Steuern und Recht wurde Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling.